Hallo, ich stelle euch heute die SIP Tacho und Drehzahlmesser vor. Ich zeige euch, was diese alles können und warum wir sie gebaut haben. Für viele Modelle gab es keine Tachos mehr zu kaufen, wie zum Beispiel für die PX Lusso, die Lambretta TV oder die Vespa PK. Außerdem gibt es viele Repro-Tachos auf dem Markt, die sehr ungenau sind. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Der Hauptgrund aber war, ein Instrument im schlichten Design nah am Original mit innovativen Funktionen. Die Kombination aus Drehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur und vielen weiteren Funktionen im Original-Vespa-Look. Das haben wir uns schon immer gewünscht. In Zusammenarbeit mit einem renommierten Hersteller wuchsen die Funktionen und die Produktpalette. Mittlerweile gibt es den SIP-Tacho für alle gängigen Vespa- und Lambretta-Modelle in bis zu 3 verschiedenen Farben. Die jüngste Version besitzt nun neben den bekannten Funktionen wie digitale Geschwindigkeit, digitale Drehzahl, Uhrzeit und Temperatur weitere interessante Features. Das Hauptfeature ist die analoge Anzeige bis 140. Hier lässt sich nun auswählen, ob der Zeiger Geschwindigkeit oder Drehzahl anzeigen soll. Bei einem getunten Motor möchte man die Drehzahl immer im Blick haben. Bei einem Originalmotor ist im Sichtfeld die Geschwindigkeit wohl interessanter. Der SIP-Tacho wird nun beiden Varianten gerecht. Bei Smallframe-Modellen variiert die Leistung und somit auch die Geschwindigkeit stark. Deshalb gibt es hier 2 Versionen. Einmal mit Ziffernblatt bis 80 und einmal, wie auch bei allen anderen, bis 140. Bei allen Tachos lässt sich optional die Geschwindigkeit über einen Speedsensor oder die Tachowelle abnehmen. Die bekannten Funktionsmenüs wie Tageskilometer, Fahrzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit sind jetzt in einer zusätzlichen B-Messung verfügbar. Das heißt, wir können jetzt eine Zwischenmessung durchführen. Als Beispiel, mit der A-Messung messe ich eine komplette Tour durch Italien. Auf dieser Tour fahre ich nun einen Pass über die Alpen zum Gardasee. Mit der B-Messung habe ich nun die Möglichkeit, nur diesen Pass zu messen und bekomme so Informationen über die Länge, Dauer und Durchschnittsgeschwindigkeit dieses Teilstückes. Die Messung der gesamten Tour aber wird dadurch nicht beeinflusst. Ein weiteres innovatives Feature ist die Tankanzeige. In Verbindung mit dem SIP Fastflow gibt der Tacho uns den Hinweis, sobald der Füllstand auf Reserve ist. Ein wirklich cooles Feature, denn so bleibt uns das Umstellen am Benzinhahn während der Fahrt erspart und der Roller geht nicht mehr unerwartet aus. So lässt sich auch eine Oldie Vespa auf den Stand der Technik bringen. Die Gesamtkilometer lassen sich nun einstellen. Ich kann also den Kilometerstand meines alten Tachos übernehmen. Ein nettes Gimmick ist die einstellbare Beleuchtung. Die Helligkeit lässt sich in 5 Stufen dimmen. Weitere Videos zum Tacho findet ihr hier. Dazu einfach draufklicken.